Und dann hallo und herzlich willkommen zu Let's Play One Piece Pirate Warriors für you. Und ich habe im alternativen Aufnahmeprogramm aufgenommen und vergessen, das richtig einzustellen. Deswegen hatte ich den Mikrofon-Sound noch nicht dabei. Deswegen muss ich dieses Level jetzt nochmal spielen. Aber es hat soweit anscheinend ansonsten recht gut funktioniert. Also lasst uns mal die Däumchen drücken, dass das für den Rest dieses Let's Plays besser funktioniert. Mit Dextory statt Bandicam, auch wenn mir Bandicam sonst nur Probleme bereitet hat. Aber hey, dieses Spiel ist auch so ein bisschen bekannt dafür, dass es gerne mal abstürzt und pipapo. Und von daher, ja, egal ob Steam-Foren oder bei Spieltipps oder sonst wo, dieses Spiel ist einfach dafür bekannt, abzustürzen. Von daher wird es wohl auch mit am Spiel liegen. Münzen verwenden, kann ich da noch irgendwas machen? Nichts Sinnvolles, dann lass es bleiben. Outfit könnte ich jetzt wahrscheinlich theoretisch ändern. Ja, lasse ich aber. Weil, bei der ursprünglichen Aufnahme habe ich mal geguckt, ob das geht. Und da hieß es irgendwas von wegen, ja, nee, du musst die Episode abgeschlossen haben oder so. Deswegen setze ich das einfach so segel. Und mach das Ganze nochmal mit euch gemeinsam. Und mit meiner Stimme gemeinsam. So. Ich werde Piratenkönig. Die Insel des erneuten Aufbruchs. Los geht's. Marineford 頂上戦争 から 2年. 世界の勢力図は 大きく変化していた. 海軍本部では 戦国が色を知り取り. 新たに赤犬、杯が元帥となった. それに先立ち 青木地九段は 赤犬と衝突. また白ひげの死によって空席となった 四皇の座は 黒ひげ、ティーチが奪い取り. 新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方、麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後、2年後の最終決を仲間に伝えたルフィは、デイリーのもとで覇気の修行に励み。その間、他の仲間たちもまた、それぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地、シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。 Ja, und hier war ich verwundert, es wird tatsächlich nur Frankie auf die Karte geklatscht. Und wir sollen uns mit den anderen treffen, okay. Aber der Vorteil ist, ich habe hier noch keine Fähigkeiten ausgerüstet gehabt. Deswegen kann ich diesmal aber drauf gucken, dass ich da was ausrüste. Oh, ich kann auch andere ausrüsten. Achso, ich habe sie hier drin, aber ich kann sie nicht ausrüsten, okay. Interessant. Ich nehme auf jeden Fall wieder die Stärke des Helden mit dazu und den Körper des Helden, weil die sind echt gut. So. Und ich würde sagen, legen wir los. So. Choppy ist da. Juhu. Schütze Chopper auf die Kabine. Das ist einfach so gut, ey.
Du bist süß, ich lass dich für mich arbeiten. Was für eine Begründung, ey. Echt nett von ihr und ich krieg sie deutlich besser platt als ursprünglich. Nice. Ey, du bist doch quasi schon kaputt. Ja, jetzt muss ich noch warten, bis alles gelabert hat. Danke. Ich war wieder zu schnell für das Spiel. Ja, Zoro ist nämlich auf einem bei einem Geisterschloss gelandet. Zufälligerweise genau das Geisterschloss, wo Bartholomäus Bär Lady Corona hingeschleudert hatte, nachdem er sie auf Fuller Bark ja weggeschleudert hatte, wir erinnern uns. Und zufälligerweise auch ein Versteck von Falkenauge. Mihawk Falkenauge, der die besten Schwertkämpfer der Welt. Und dort hat Zoro zwei Jahre lang ein bisschen trainiert. Und ja, ist deutlich stärker geworden. Aber ja, trifft dich mit der Crew und suche die Frau Sunny auf. Und die hat gefragt, wo Zoro ist. Der hat sich bestimmt wieder verirrt, meine Liebe. Der hat sich bestimmt wieder verirrt. Kennst du sicher auch von ihm? Ich meine, du hast dich zwei Jahre lang mit ihm rumgeschlagen. Würde mich wundern, wenn du das nicht kennen würdest. Ja. Und Chopper, zu dem habe ich im ursprünglichen Podcast gesagt gehabt, was er zwei Jahre lang gemacht hat. Er ist gelandet auf einer Insel, wo er ursprünglich als Foto geplant war von irgendeinem komischen Stamm. Und dann sind irgendwie so komische Menschen-Tippies und so komische Riesenvögel, die haben sich da irgendwie so ein bisschen gekabbelt. Ich weiß, es ist auch nicht mal so genau, hat auch nicht mal so genau im Kopf. Und ja, irgendwie hat er dann, glaube ich, irgendwie einen Küken von so einem Vogelstamm gerettet oder so und keine Ahnung. Hat er ein bisschen trainiert und ich glaube, die auch irgendwie so ein bisschen zusammengeführt, die beiden Stämme oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder was heißt die beiden Stämme, die Vögel und den anderen Stamm da? Was ihm natürlich möglich ist, weil er ja ein Tier ist, das die Menschensprache beherrscht. Von daher, ja. Hat es schon so ein bisschen was von Mauzi von Team Rocket, was? Fällt mir gerade so auf. Wo ich so rede von jedem Tier, das die Menschensprache beherrscht, das kennt man ja sonst von Mauzi. Auch wenn Mauzi ja eigentlich ein Pokémon ist, okay, aber es sieht halt aus wie eine Katze, von daher, ihr wisst schon, was ich meine. So, würden die mal bitte da hochkommen? Davor kann ich nichts anderes machen. Frankie, wie wär's mal? Ach ne, nicht Frankie, die anderen beiden hier. Choppy und apropos Choppy. Boah, Waffi, hatte der eigentlich schon immer diesen bösen Blick beim Kitsunawasch drauf? Also die Gummigum-Elefanten hast du gerade auf jeden Fall noch nicht gemacht. Oder Elefantenpistole, besser gesagt. Weil die ist ja neu. Die ist ja neu, die hatte ja das Haki. So. Macht er jetzt die Elefantenpistole? Ich weiß es gar nicht. Heim Elefantenpistole, ne? Ja, guck komisch, Frankie. Ja, guck. Ja, hier bin ich. Ja, hier. Hm? お前すげえ体になってんじゃねえか。サニー号も無事だったんだな。そのことについてはおめえらも知っておくべきことがある。今日まで船が無事だったな。船を守る戦士が一人いたから。2年前俺たちをチリチリにすっ飛ばした張本人大岡七部海の大男バーソロミュー熊だ。 数日前俺がサニー号にたどり着いた時は目を疑った。待っていた。任務完了だ。サニー号には
傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらもうすうす気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことを。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えていよいよ再出発の時だ。よし、残りの奴らを探しに行くか。相手はあの麦わらだ。海軍が動き出したみてえだな。船は俺たちに任せて、みんなを探してきてくれ。Ja, wir suchen ja schon den Rest. Sind wir schon längst dabei? Alles auf. Mit allen voran Zorro. Perona meinte, sie habe ihn hergebracht. Er müsste also eigentlich schon auf der Insel sein. Hancock ist auch mit drin, okay.ここまで来てしまった。誰だ、あのスーパーな美女。お、ハンコックだ。助かった。ハンコック、七部会の海賊女帝じゃねえか。七部会と知り合いなのか、ルフィ。ああ、俺尿ヶ島に飛ばされたから友達なんだ。あの女帝と仲良し？おめえちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな、俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに恵ませよって、サチー。Sagt bloß, Lysop weiß über ihre Fähigkeiten Bescheid. Sanji wurde wegen der Frauen in seiner Nähe zu Stein. Naja, eigentlich hat er ja eher Nasenbluten bekommen, aber verratet sie niemand nicht. Und zwar ziemlich starkes Nasenbluten.Das muss er jetzt einfach ein bisschen wegstecken, das Sanji. So, jetzt kann ich kommen, Sanji. Das müsste reichen.Ja, das ist auch sowas. Diese Form von Chopper, die ist eigentlich deutlich größer. Die ist eigentlich so circa Hochhaus groß, wenn ich mich recht entsinne. Und nicht so, ja, etwas größer als Ruffy. Und früher konnte Chopper diese Form zwar auch schon annehmen, was er auch auf ähnlichen Lobby im Anime eigentlich gemacht hat. Aber er konnte sie nicht kontrollieren. Und er konnte diese Form nur annehmen, wenn er drei Rumble Balls geschluckt hat.Und das eben auch nur für die paar Minuten, die der Rumble Ball gehört hat. Und da hatten wir gerade auch schon eine neue Attacke von Lysop gesehen. Was war mit Lysop in den zwei Jahren? Er ist auf einer Insel gelandet, die eigentlich eine riesige Pflanze war. Und die ganzen Leute gemästet hat, die ganzen Leute und Tiere auf dieser Insel.
Und ja, immer wenn die Tiere und Menschen und so weiter schön fett waren, ist er dann hergegangen, hat ihre Blätter eingefahren, beziehungsweise halt senkrecht gestellt, dass die alle schön runterrutschen und hat Mams gemacht. Und Bishop war da nicht alleine, sondern der hatte da so einen, der da auch schon ein paar Jahre lang festsaß, der ihm so ein bisschen geholfen hat, da zu überleben. Und ja, da hat Bishop so ein bisschen trainiert. Also falls ich irgendjemanden vergessen sollte zu erwähnen, dann einfach in den Kommentaren fragen, ob da Interesse da ist, was diese Person in diesen zwei Jahren gemacht hat. Ja, Nami. Nami ist auf einer Himmelsinsel gelandet, wo die das Wetter erforscht haben, was für sie als Navigatorin natürlich Gold wert ist, und hat dort ein bisschen trainiert. Und zwar nicht nur die Navigation, sondern auch eben ihren Kampf. Ach, die werden da schon durchkommen. Bin mir ziemlich sicher. Ich vertraue denen da. Ich will lieber so noch die roten Dinger hier einnehmen. Wenn es mir eigentlich nicht wirklich was bringt, aber... ja, sieht halt schöner aus, so ohne so rote Territorien-Dinger. Sanji wurde schon wieder zu Stein. Toll. Kann der sich mal beherrschen? So. Ja, sehr schön. Oh, was ist da noch mehr Geld, das ich noch nicht geholt habe? Nee. Ach, da muss ich auch ein Göttchen... Da gibt es gar keinen direkten Weg rein. Toll. Ach, da ist Perona. Okay, cool. Und bam, und ich sollte mal die Karte wieder normal machen. So. Bams. Ich wollte eigentlich Hancock mitnehmen. Beim Karte normal machen habe ich mir das wieder verstellt. Ah, Mann. So, nehmen wir das schnell. Die werden da sicher hochkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich vertraue denen. Klatschen wir lieber hier die 0815 Leute an die Wand. Und zwar richtig so BAM! 410. Wow. Mello, Mello. Ja, sehr schön. Gerne, gerne. Kannst du gerne machen, die Versteinung. Und unser Territorium. Na, hier gibt's nichts, was mir gerade mal ein bisschen was erhöhen würde. Schade. Sanji hat diese Faust und Sunny erreicht, sehr schön. Der wurde schon wieder zu Stein und ich sollte mal finden, wo es weitergeht. Mission erfolgreich, sehr schön. Aber fehlt da nicht noch jemand? Ja, ich dachte doch gerade. Der Mooskopf, sehr schön. Der Mooskopf ist hier unten.
船はどこだ。待ってたっていつ来るかわからねえ。こっちから迎えに行ってやろうじゃない。Okay, Bishop ist raus. Ja, dann halt. Dann ist er halt raus. Die Forschung Zeit bewegt sich auf das andere UFO zu. Sehr schön. Jetzt sagen alle hierher. Pass auf, dass die südliche Bucht nicht eingenommen wird. Ja, das geht mal hin. Wow. Burg ist auch aufgetaucht, sehr schön. Langsam treffen alle ein. Das ist super. Soul King, ja, Burg, was ist mit Burg? Burg ist, Ja, Burg ist, auf einer Insel, wo sich zwei Stämme irgendwie gekriegt haben oder so, irgendwie sowas. Ich glaube, ein Langarmstamm und noch irgendwas, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ist er gelandet, als einer von den beiden Stämmen gerade versucht hat, irgendwie einen Saka oder sowas zu beschwören, damit der denen hilft. Und ja, er als lebendes Skelett ist da natürlich recht passend. Wurde dann so ein bisschen angebetet. Und dann haben sie ihn gefragt, wie sie ihn gnädig stimmen können, dass er ihnen hilft oder so. Und er meinte erstmal so, ja, zu einer von den Frauen, die da steht, von wegen, ja, kann ich eure kann ich dein Höschen sehen? Dann haben sie ihm erstmal alle ihre Hosen gezeigt, ihre Unterhosen. Und das fand er dann natürlich auch nicht so cool, dass natürlich auch die Kerle ihm das unbedingt zeigen müssten. Ja, und dies ist dann ein bisschen arg durch. Aber hey, es ist witzig. So, jetzt machen wir mal den hier. Au! Gib mir Money! Noch mehr Money, sehr schön. So, und jetzt hier rein. Und Kabams, würde ich mal sagen. Sie als eine der sieben Samurai, die einfach mal hier die Marine hier herum kommentiert, ne? Ja, die ist schon cool drauf. Und ich würde erstmal sagen, Liebe ist natürlich immer ein Sturm. Passend zu meinem Kanal. Manchmal wirbelt er auch ein bisschen rum hier, der Sturm. Das ist dann quasi hier Sturm 2.0. Schatzereignis. Bam. そしてそなたたちの船の積みにも全て欲しい。何をバカなこと。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。わらわが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜならそうよ、
わらわが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。はい、総員撤退だ。Wenn die wüssten. Die haben ja keine Ahnung, dass sie ihnen verknallt ist. Und ihnen nur, ja, den Rückzug deckt. Kurz Verfolger ist also aufgetaucht, so. Ein Schwertstiel. Alt! Sklaven-Elefantenpistole, so. Hat eventuell auch ein bisschen was mit ihrer Vergangenheit zu tun. Und das Ganze ist auch ein Grund, warum sie so auf Waffe steht. Der Typen hat sie erkannt, nicht dass nicht alle Typen gleich sind. Die war nämlich mal eine Sklavin von den Fischmen, Himmelsdrachenmenschen, übrigens, keine Ahnung, wie die genau hießen, Nachfahren von den Weltregierungsbegründern und Magiebegründern davor, die sich so ziemlich alles erlauben durften. Und da war sie eben eine Sklavin, die quasi einfach nur zum Begaffen da war und eventuell auch zum Begrapschen und so eine Schmarrn. Und da gab es mal einen, der dort auf in diesem Land von diesen Himmelsmenschen, Drachen-Dingern da eingefallen ist und die ganzen Sklaven befreit hat, unter anderem sie. Und sie hatte dann eben, sie und ihre beiden Schwestern gedöns, hatten dann so ein Zeichen auf dem Rücken, dass sie eben als Sklavin enttarnt hätte. Und das will sie natürlich, dass das niemand sieht. Und als das mal in einem Kampf von Ruffy und ihren beiden Schwestern offen lag, hat Ruffy sich dann trotzdem, trotz dass sie eben sich gerade bekämpft hatten, ist er hergegangen und hat das Zeichen verdeckt, indem er sich auf den Rücken geklammert hat. Und ja, das fand ich dann schon irgendwie ziemlich knorke, unter anderem. Und dass eben er nicht einfach so auf sie drauf reinfällt und sich in sie verknallt und dann versteinert wird von ihrer Fähigkeit, hat wohl auch ein bisschen reingespielt. Bisschen erfolgreich. Der Treffpunkt wurde erreicht. Sehr schön. Nion. Santo Dingster ist aufgetaucht und eins von den Schatzereignissen ist jetzt zuerst alle Pazifister zu besiegen. Deswegen versuchen wir, ob ich das erneut hinbekomme. Oh, ich habe immer noch nicht von einfach zurückgewechselt. Ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Verdammt. Naja, aber ist ja okay. In Anbetracht dessen, dass ich das ja schon mal aufgenommen hatte, ist das so, finde ich, gar nicht so dumm. Das lag aber diesmal nicht am Spiel. Hancock steht kurz vorm Rückzug. Wo, wie, was? Ich lass dich nicht fliehen. Lasst mich zu Hancock! Lasst mich zu... Danke. Du doch nicht! Den da will... Hallo! Ich würde gern einen dieser Pazifisters anvisieren. Corona steht kurz vorm Rückzug, das darf ich auch nicht zulassen. Deswegen mache ich es erstmal schnell hier in der Hoffnung, dass es einen von den beiden erledigt. Hat sogar beide erledigt, sehr schön. Wo ist die jetzt? Wo ist die? Da. Nicht wegrennen. So.
Send to Maru. To be. Der ist so nervig, weil der die ganze Zeit rumspringt wie so ein Bekloppter. Na gut, der ist ja auch ein bisschen bekloppt. So. Hä? Ich hatte die Pazifista doch besiegt. Es waren doch nur drei. Ach nee, es kam ja auch nicht die Sequenz. Okay, dann machen wir halt den Pazifisten noch schnell platt. Nein, Sentomaru! Bleib da weg, Sentomaru, danke. Bleib da weg. Sento, komm mal her. Sentomaru. Ich will den anderen anvisieren. Oh, hoffentlich läuft Sentomaru nicht rein. Puh, Glück gehabt. Kaizoku Gari no Zoro, Kuroashi no Sanji. Yahari Ichimi Seiin, kono shima ni imasu. Mohaya wareware ni wa te ni oemasen. Shikata ne. Shireibu ni denden mushi o tsunage. こちら戦闘丸状況を報告する麦わらの一味によってパチビヒタ全てを深く損傷もちろん強さは2年前奴らを追い詰めた当時のまま変わったのはあいつらだこの2年の潜伏期間で目まぐるしい成長を遂げている新世界の海軍本部によく伝えとけ麦わらの一味は完全に復活したとな。ガチャ。Nur wieder herrlich diese Teleschnecken. Halt! Ich soll es mit einem Spezialangriff machen. Deswegen machen wir das jetzt auch. Müsste eigentlich reichen. Jawohl. Ich habe das zwar schon mal gemacht und das zählt in die Legende und nicht als Dingereignis, als Schatzereignis, aber hey, machen wir trotzdem mal. Strohhutpiraten bereit zum Lossegeln. So muss das.早く行け。エイリー。俺はやるぞ。海賊王に。俺はなる。行こうか。じゃあ、エイリー、行ってくる。ああ。頂点まで行ってこい。 ロジャー。どこの誰だお前は。ロジャー。全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段と あの帽子がよく似合う男になった。すーげー、フランキーかっこいい。おーい、うわー、みんな揃った。 行こうか、ナミ。ええ、どうぞ、スイちゃん。
んも俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。To be continued. Und ja, ich hatte vergessen, von einfach zu stellen. Naja, was soll's. Auch wenn ich das hier erst zweimal aufgenommen habe, hat es bei weitem nicht so lange gedauert, das hier aufzunehmen wie die Mission vorher. Die hat da schon länger gedauert und oh, neue Dinge freigeschaltet. Unter anderem eine böse Zunge. Und ganz viele Münzen. Vorher hatte ich sogar 44 Pazifister-Münzen bekommen, aber hey, was soll's. Ja, ich will sie nicht automatisch einfügen, wie oft noch. Oh, Sadist! Okay, die ist ein bisschen gemein, kann das sein? Böse Zunge erhalten, schön. Und nochmal Money, von daher ist das auch gar nicht so schlecht, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass die Aufnahme hier funktioniert. Auch was die Zwischensequenzen angeht und die Synchronität und so weiter und so fort. Und ja, dann würde ich sagen, was das erstmal für diese Aufnahme. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über Kommentar oder Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, heißt Let's Play One Piece Pirate Boys 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Immer schön die Däumchen drücken.